Seid gegrüßt, Volk. Ich wurde gefragt, welchen Ganon-Fluch ich eigentlich zuerst machen soll. Und der Catbus-Driver, da ich auf die Community eingehe, hat mich gefragt, könntest du nicht mal den Donnerfluch machen? Und ja, das mache ich gerne. Also, jetzt geht's los mit der unendlichen Stasis gegen den Donnerfluch ohne Reckenfähigkeiten. Alle kennen ihn, alle hassen ihn, den Donnerfluch. Viele können nämlich diesen Donnerfluch nicht besiegen, weil das Viech ziemlich schnell ist und auch nicht dann wirklich ausweichen kann. Ich zeige euch jetzt einen Kampfstil, womit man auf jeden Fall mit der Stasis und ohne auszuweichen, ohne das Timing zu kennen, gegen ihn gewinnen kann. Ihr müsst ihn auf jeden Fall erstmal zu Boden schlagen und dann Stasis drauf machen und dann machen wir auch wieder direkt unseren tollen, wunderbaren Stasis-Trick. Ihr spammt dabei, spammt jetzt einfach euren X- und Plus-Knopf, sodass die Sequenz relativ schnell unterbrochen wird und dann kann sich auch schon ziemlich die Stasis launchen. Wenn ihr wirklich Glück habt, dann fliegt er nicht direkt hoch und ihr könnt weiter draufschlagen. Übrigens, falls man sich jetzt fragt, ob der Schaden in der Stasis und außerhalb der Stasis gleich ist oder variiert, nein, der ist wirklich 1:1 gleich, das habe ich getestet. Und solange er jetzt schwebt und kein Schild in der Hand hat, könnt ihr ihn einfach mit Bomben abschmeißen. Das hat natürlich in Master Mode den Sinn, dass sich das Teil nicht regeneriert. Sobald ihr aber sein verdammtes Schild zieht, können wir jetzt einen tollen, wunderbaren Trick machen. Und zwar, er kommt einmal auf euch zu, ihr könnt jetzt einfach nur das mit dem Schild blocken. Danach schlagt ihr wie hier einfach drauf und dann sollte die erste Phase auch relativ easy gemacht sein. In der zweiten Phase werden wir einen richtig geilen Trick anwenden, und zwar Stasis und Bombe. Das ist auch ziemlich easy, dafür braucht ihr nämlich nicht das Timing lernen. So, die Prozedur, die jetzt folgt, die kennt ihr sowieso. Ihr rennt jetzt nach oben, um halt diese wunderbaren Balken einzusammeln oder Stäbe, wie auch immer ihr die Teile nennen wollt, um Ganon damit zu treffen. Ihr nehmt das einfach, Magnetmodul, ihr wisst ja einfach zu ihm hin und hoffen, dass er wirklich nach unten stürzt. Wenn ihr Pech habt, stürzt er manchmal oben auf die Plattform, so ungefähr, richtig geil. Aber sobald er am Boden liegt, setzt die Stasis einen Klopp wieder drauf, wartet bis die Stasis gerade vorbei ist und dann geht natürlich wieder in Revalis Ballade oder was auch immer ihr gerade angucken wollt. Das macht absolut gar keinen Unterschied bei der ganzen Sache. Und schaut, dass ihr das nochmal launchen könnt. Es wird natürlich jetzt ein bisschen gefährlich. Jetzt müssen wir so ein bisschen in Bewegung bleiben. Und jetzt werdet ihr sehen, wenn wir jetzt zum Beispiel ihn einmal in Stasis legen, legt meine Bombe, macht euren Trick und jetzt müssen wir nämlich ihn, wir müssen schauen, dass wir ihn so platzieren, dass er quasi bei der Bombe anhält und wir die Stasis drauf machen können. So, jetzt machen wir die Bombe. Und jetzt, achtet. Jetzt machen wir erstmal nochmal ganz kurz die nächste Szene, um halt die Stasis wieder zu relaunchen. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, dass der Fluch einfach nach oben fliegt. Er fliegt einfach weg und jetzt können wir ihn mit dem wunderbaren Schwert ein bisschen misshandeln. So, ihr seht, jetzt können wir das natürlich erstmal direkt erstmal wieder refreshen, sag ich schon. Und sobald wir das dann geschafft haben, haben wir auch ziemlich gute Karten, dass der nicht irgendwie seinen Laser macht. Der Laser ist natürlich jetzt auch nicht so problematisch. Der ist wirklich easy zu kontern. Da ist es gar kein anderes Timing als bei den Guardians. Beziehungsweise die Wächter sind wirklich ein Ticken schwerer bei der Sache, weil die ihr eigenes Timing dann manchmal entwickeln im Master Mode. Und jetzt, ihr seht, sobald er liegt, könnt ihr sobald wieder sofort die Stasis drauf machen. Und wenn die Stasis gerade vorbei ist, gehen wir einfach wieder ins Movie rein. Und sobald wir draußen sind, können wir direkt die nächste Stasis drauf machen. Dann reicht schon ein Schlag und das Viech ist vernichtet. Donnerfluch, ganz einfach. Ihr könnt aber noch nebenbei die Reckenfähigkeiten benutzen. Habe ich jetzt hier extra nicht gemacht. Aber mit den Reckenfähigkeiten, ganz ehrlich, ihr habt damit einen 100%igen Win. Was mich jetzt interessieren würde, habt ihr den Donnerfluch jetzt endlich besiegt, falls ihr Probleme hattet? Und vor allem, welchen Fluch möchtet ihr als nächstes sehen? Lasst es mich einfach in den Kommentaren wissen und ich werde mich natürlich der Mehrheit widmen. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Was, du kennst mich noch nicht? Also auf meinem Kanal findest du sehr viele Glitches, als auch Tutorials, wie man zum Beispiel Rubine verdient. Und natürlich auch noch eine Menge Livestreams, darunter meine Blutmond-Challenge, die ziemlich abgefuckt ist. Und natürlich haben wir auch noch einige Community-Streams zu bieten. Ich hoffe, du bist auch in Zukunft dabei. 7000 Abonnenten sind geknackt, die 8000 kommt als nächstes. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei allen Zuschauern, natürlich ganz dolle bei meinen VIP-Leuten und allen Leuten, die irgendwelche Spenden eingebracht haben. Und was ich am meisten hoffe, ist, dass wir uns auf jeden Fall in den nächsten Livestreams oder Videos wiedersehen. Sayonara, euer Roxas.